Schrottdampfer. Komm, steig ein. Tag. Ja, was kriegen Sie? 2 Mark, bitte. Bitte. Oh, das kann ich nicht wechseln. Warte, ich muss. Moment. Danke. Stimmt. Jetzt schuldest du mir schon 6 Mark. Mehr kriegst du nicht. Ja, ja. Stunde. Was sagen wir den Leuten? Weiß ich noch nicht. Da wird einem ja schlecht. Ein Gehops ist das. Altes Pferdewagenpflaster. Jeder Stein ein Tritt. Das Russen? Rote Armee. Das war mein Schulweg. Hier bin ich immer lang mit dem Rad. Videopower. Das gab's damals noch nicht. Oh, ist es das mit dem Strohdach? Nee. Warum lachst du denn da? Das ist es. Steigst du nicht aus? Doch. Oh, ist endlich geschafft. Staunst du selbst, was? Mhm. Leinlich. Hast du den Namen schon mal gehört? Nein. Soll ich? Ja, bitte. Bist du gerührt? Weiß ich nicht. Probier's noch mal. Wollen Sie zu uns? Ja, wohnst du hier? Ja. Bitte, sind deine Eltern zu Hause? Weggefahren. Weißt du, wann sie wiederkommen? Mein Vater bestimmt erst spät. Ja, sag mal, dürfen wir hier vielleicht mal rein? Ich meine nur durch den Garten zum Wasser. Und wer sind Sie? Ich habe hier früher mal gewohnt, als ich so alt war wie du. In der Laube hinterm Haus, da habe ich immer meine Schularbeiten gemacht. Da gibt's keine Laube. Naja, die war auch schon ein bisschen baufällig. Dürfen wir vielleicht trotzdem mal... Und wie heißen Sie? Brede. Und das ist ja Thomas. Aber bloß einen Moment, ich muss gleich wieder weg. Mhm, danke. Sind Sie aus Berlin? Mhm. Da ist heute Morgen mein Vater hin. Ah ja, wo gehst du zur Schule? Potsdam. Ah, da bin ich auch gegangen. Aber ins Haus können Sie nicht. Ja, ja, ist doch klar. Hast du zufällig auch einen Namen? Verena. Ja, wir haben auch eine Verena in der Klasse, aber die kannst du vergessen. Den Bootssteg gab's damals noch nicht. Den hat mein Opa gebaut. Ah ja. Hast du dieses Jahr schon gebadet? Jeden Tag. Sie kriegt Junge. Muss mal anfassen, aber vorsichtig. Hast du Tiere? Nein. Das war mein Baum. Da oben war mein Beobachtungsposten. Oh, ist der groß geworden. Da wollte ich mir auch mal einen. Ja, klar. Aber sonst geht's dir gut. Ist doch nicht deiner. Das ist unser Garten, unser Haus. Uns gehört das alles. Ehrlich. Ich
Spinnst du? Unseres ist das. Sind deine Eltern morgen Vormittag da? Eine Nacht. Wochenendausflug, ja. Ah, das Wetter hält sich. Prost, ja. Ich selbst. Ah, starker Mann, ganz klar. Ja, wird Zeit, dass die Saison in Schwung kommt. Ist ja alles da. Wasser, Wälder. Ja, und wo sich halt die Kuh von Berlin weg. Bitte schön. Danke. Die Zimmer sind draußen. Ich hole immer die Schlüssel. Noch was zu trinken? Danke. Guten Tag. Sie entschuldigen, Sie sind nicht zufällig vom Fruchtkontor Hamburg? Nee. Wir erwarten hier nämlich einen Herrn, der ein Angebot für uns. Ja, und wenn wir nicht gestorben sind, dann warten wir noch morgen. Ja. Mir reicht's. Dein Bier? Schreib's an. Wir verscheißen uns doch die fette Asche. Komm, ja. Wieder links. Ist doch alles Obstbau hier. Von Werder bis Potsdam. Hm. Aber die Konservenfabrik, Untergewirtschaftet, nicht mehr konkurrenzfähig. Na, du wartest auf Hilfe, aber es kommt ja. Ist das ein Blick? Oh ja, sehr schön. Und hier können die müden Wanderer ihre Beine ausstrecken. Ah. Bitte schön. Danke. Riecht's ein bisschen. Thomas, alles neu gemacht. Mhm. Wir stellen uns im unternehmerischen Wettbewerb. Angebot und Nachfrage. Na, ist das ein Angebot? Ja. Ein Paradies, ja? Wollen Sie was essen? Hechtsuppe, frischer Spargel, Aalgrün? Boah, das hört sich gut an, nicht? Heute Abend? Hm? Gut. Ja. Wenn bei Werder die rote Sonne im See versinkt. aber lassen Sie die Fenster bitte zu. Wir haben nämlich Mücken. Ah ja. Mhm. Mhm. Schön. Mhm. Erzähl. Sie wollten den Garten sehen. Der Junge heißt Thomas. Den anderen Namen habe ich vergessen. Und warum hast du sie reingelassen? Der Mann sagte, dass ich hier mal gewohnt hat. Erzähl doch noch mal, was der Junge da gesagt hat. Na, dass ihnen alles gehört. Das Haus und der Garten. Und morgen wollen sie wiederkommen. Wie alt war der Mann ungefähr? Wie du. Vielleicht ein bisschen älter. Und der Junge? Wie ich. Sie kamen aus Berlin. Geh jetzt wieder ins Bett. Schlaf schön. Gute Nacht. Nacht. Veruschka, mach dir keine Gedanken. Ist gut. Und was denkst du wirklich? Du kriegst ein Zimmer mit Seeblick im Obergeschoss. Da kannst du dann im Herbst die Zugvögel beobachten, wie sie die Havel langziehen. Hast du das auch immer früher gemacht? Ja, ja, von meinem Baum. Riesenschwärme. Aber ein Boot kaufen wir auch. Na klar, ein Boot gehört dazu. Tag. Morgen. Haben Sie was gefangen? Ja, was ganz Besonderes. Du kannst ja mal raten. Was gibt's denn hier so? Barsche, Zander, Hechte, ne? Der Fisch hier hat Flügel. Boah. Also das will ich sehen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Na? Hey. Oh. Das ist ja ein Eichel hier. Er kann auch nicht fliegen, bloß rumhüpfen. Ja. In Glindo sind gestern Bäume gefällt worden. Dabei muss ein Nest mit runtergekommen sein. Als ich von da vorbeikam, da hockte er auf dem Boden und über ihm ein paar Amseln. Die hackten auf ihm rum. Der Eichel hier ist nämlich ein Nesträuber. Ja. Eier und Jungvögel. Mhm. Ja, und die Amseln wissen das. Und was machen sie jetzt mit ihm? Na, wenn ich ihn aussetze, geht die Jagd weiter. Die spüren ihn auf und hacken ihn tot. Mhm. Aber vielleicht willst du ihm helfen. Ich gebe ihn dir. Ey, Moment. Ja, Kinder haben manchmal eine glückliche Hand. Vielleicht kriegst du ihn durch, dann setzt du ihn wieder aus. In Glindo, wo er herkommt. Mhm. Na ja. Hörst du? Da ist wieder einer.
Ich habe darauf gewartet. Schon lange. Und warum hast du nicht mal drüber gesprochen? Wir hätten noch nichts anderes mehr gedacht. Aber das ist doch ein Albtraum. Jemand steht vor der Tür und sagt, ihr Haus gehört mir. Wir haben nie danach gefragt, wer vor uns das Haus hatte. Warum auch? Unser Leben war geplant, geordnet, abgesichert. Der Rest ging uns ja nichts an. Machst du auf oder soll ich? Ich gehe. Aber bleib ruhig, Jochen, bitte. Ja. Suchen Sie etwas? Herr Kleinig? Ja? Entschuldigen Sie, ich habe gedacht, Ihre Klingel wäre kaputt, da bin ich hier so rein. Die Klingel geht. Mein Name ist Wrede. Ich war gestern schon mal hier, mit meinem Jungen. Ihre Tochter hat uns durch den Garten geführt. Davon habe ich gehört. Dieses Haus haben meine Eltern gebaut, vor 52 Jahren. Ich bin hier groß geworden. Und jetzt machen Sie einen Wiedersehensbesuch? Naja, ich habe den Besuch immer wieder hinausgezögert. Mein Junge hat mich schon ausgelacht. Aber ich habe nicht nur gute Erinnerungen an diesen Ort. Es tut mir leid. Naja, ich muss Ihnen das erklären. Wir haben das hier aufgeben müssen. Meine Mutter ist 1955 mit mir und meiner Schwester nach Berlin gegangen. Nach West-Berlin. Ich war damals so 13. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mir das Haus ganz gern mal ansehen. Wenn das Ihr einziger Wunsch ist, der kann erfüllt werden. Oder haben Sie noch mehr auf dem Herzen? Es war nicht abzusehen, dass unser Haus eines Tages nicht mehr hinter einer Grenze liegen würde. Jetzt ist es wieder zu erreichen. Und ich möchte hier wieder leben. Mit meiner Frau und meinem Jungen. Friede, ich kenne Sie nicht. Ich sehe Sie heute zum ersten Mal. Sie sagen, dass Sie hier gewohnt haben? Vielleicht ist das so. Es ist so. Das ist lange her. Sehr lange. Und jetzt wohne ich hier. Mit meiner Frau, meiner Tochter, meinem Vater. Seit 37 Jahren lebt meine Familie hier. Das ist unser Zuhause. Aber es gehört Ihnen hier nichts. Das Haus haben meine Eltern gebaut. Das sagten Sie bereits. Und Sie haben es bezahlt mit Ihrem Geld. Und jetzt gehört es mir. Meine Schwester lebt nicht mehr. Ich fordere das Haus zurück. Das ist wie eine Seuche. Allen, die aus ihrer Gegend kommen, gehört hier irgendetwas. Alle fordern irgendetwas zurück. Und was ist mit uns? Wir durften für sie die Betten warm halten, ja. Wir haben sie um nichts gebeten. Wenn Ihnen das Haus so viel wert ist, warum sind Sie dann gegangen? Weil wir hier nicht bleiben konnten. Weil man uns rausgeekelt hat. Gott, meine Eltern hatten ein Häuschen in Dogonin, das ist jetzt Polen. Ich war ein Jahr, als meine Mutter mit mir weg musste. Ich habe doch keine Chance, etwas zurückzufordern und ich will auch nicht zurück. Das ist Ihre Sache. Dieses Haus ist mein Haus. Ich habe meinen Anspruch beim Landratsamt Potsdam angemeldet und nächstes Mal bringe ich Ihnen den Grundbuchauszug mit. Der beweist mein Eigentum, schwarz auf weiß. Machen Sie sich keine Hoffnung, Herr Wrede. Ich werde ebenfalls Eigentumspapiere vorlegen. Das ist doch lächerlich. Wo wollen Sie die herhaben? Ich habe sie. Wen sehe ich denn da? Guten Tag. Das ist mein Vater. Ja, wir sind uns schon begegnet. Na, wo ist denn der Junge? Der wartet im Gasthaus. Ja. Dieser Herr interessiert sich für Grund und Boden mit Seeanschluss. Ich habe ihm gesagt, dass unser Haus nicht zu haben ist. Ach nee.
da nicht mitgefahren? Ich konnte nicht. Ich hatte Konzertprobe. Ist ja wohl auch wichtiger. Und das Haus? Was sind das für Leute? Sie heißen Bleinig und haben eine Tochter, mehr weiß ich nicht. Und die Nachbarn? Sind die Zietlos noch da? Ich hatte keine Gelegenheit, danach zu fragen. Die haben uns immer geholfen, auch als wir weg wollten. Papa, kommst du mal? Was ist denn? Mein Vogel hockt auf dem Schrank und will nicht runter. Hast du ihm keinen Käfig gebaut? Doch, aber da geht er nicht rein. Er gehört auch nicht hierher, das habe ich dir gesagt. Er hat aber gefressen, eine ganze Handvoll. Du, komm doch mal. Was hab ich gesagt? Du hast von euren Nachbarn gesprochen. Ach ja, wie Zietlos. Ich hatte ihnen erzählt, dass wir weg wollen. Sie waren übrigens die Einzigen, die was wussten. Und am Abend davor kamen sie nochmal rüber. Wir tranken ein Glas Wein und dann habe ich ihnen die Schlüssel übergeben. In der Nacht stellten da dann die paar Koffer auf den Handwagen. Oh, möchtest du noch was? Nein, danke. Wir fuhren mit dem Zug um die ganze Stadt rum. Und am Alexanderplatz sind wir dann in die S-Bahn nach West-Berlin. Zum Glück war die Mauer noch nicht da. Mhm. Die Zietlos haben uns auch lange geschrieben und in einem ihrer Briefe stand, dass Leute in unser Haus gezogen sind. Wir bekommen es doch zurück. Was meinst du? Bestimmt. Guten Morgen. Moin. Wollt Stein bei Ihnen aufs Dach? Nein, dann haben Sie ja. Ich habe eine Bitte. Es wäre mir lieb, wenn Sie die Arbeit verschieben könnten. Wieso? Müssen Sie weg? Wir brauchen Sie nicht dabei. Es gibt im Augenblick für mich Wichtigeres als eine neue Dachrinne. Aber Ihre ist hin. Das Wasser läuft Ihnen die Wand runter, haben Sie doch selber gesagt. Ich muss da erst was klären. Dann werde ich weitersehen. Na, hören Sie mal. Wir haben unsere Zeit nicht gestohlen. Wir haben Aufträge in Berlin. Das ist doch gut für Sie. Oder hapert's da? Sind wohl Ihre Arbeit los, was? Wir würden uns auf Teilzahlung einlassen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid, wann Sie kommen können. Also wieder aufladen. Vielen Dank. Wir behalten uns Schadensersatzansprüche vor. Tag. Wo gibt's denn sowas? Park. Park. Ist was passiert? Warum schickst du sie denn weg? Wenn wir jetzt was am Haus machen lassen, lassen wir das möglicherweise für andere machen. Und das Geld haben wir nicht. Vater wollte es uns doch geben. Dann gibt uns schon genug. Du gibst auf, ja? Ich denk nicht dran. Ich bin sicher, dass wir auch Rechte haben, aber ob wir am Ende auch Recht bekommen. Ich habe ihm fast einen Unfall gebaut, so durcheinander bin ich. Oh Gott. Hast du was erfahren? Ja. Ein Merkblatt habe ich bekommen mit allen Bestimmungen. Und Namen. Okay. 2 Dutzend Leute, die davon betroffen sind. In Gelte und Werder und ein paar Ecken von hier. Eine Schutzgemeinschaft gibt's mit Rechtsberatung. Aber helfen müssen wir uns selber. Wer aufgibt, hat schon verloren. Und was sagen wir, Verena? Nichts. Warum sollen wir ihr das Herz schwer machen? Schafft euch doch ein Surfbrett an. Schneebad will seins verkaufen. Dann wird er schon wissen, warum. Moin, Edi. Morgen. Damit du Bescheid weißt, wenn Einweihung ist, ja, dann kommt der ganze Betrieb. Hauptsache, ihr bringt die Badesachen mit. Wir baden ohne, mit deinen Chorschwestern zusammen. Hast du deinem Vogel Futter gegeben? Jede Menge. Gut. Sag mal, wo ist denn der Rucksack? Ja, wo ist dein Rucksack? Schon eingepackt. Also, pass auf. Und? Wann zieht ihr um? Wird wohl noch dauern. Ich helfe euch, klar. Er lässt doch jedes Möbelstück einzeln fallen. Dafür ist er noch bekannt. Ich komm gleich hoch da oben. Feiern? Nee, noch eine Runde. Passt beim Warten auf. Im Spielsee gibt's Krokodile, die hat der Stasi noch ausgesetzt. Morgen.
Dr. Albert. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich weiß im Augenblick nicht, wer Sie... Kleinig. Sandkuckweg. Die eigene Nachbarschaft nicht mehr erkennt, mein Gott. Aber Sie gehörten auch zu jenen, die lange vermieden haben, mich zu grüßen. Ja, Gott, das waren andere Zeiten. Wir standen alle unter einem gewissen... Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Die Zeiten sind ja vorbei. Waren Sie eben im Gottesdienst? Nein. Ich habe gehört, Sie müssen Angst haben um Ihr Haus. Die alten Besitzer haben sich... Haus ist übertrieben, sagen wir Laube. Und Angst? Ich lebe gern da, das stimmt. Und was haben Sie unternommen? Ich meine, Sie sitzen an der Quelle. Im Landratsamt laufen die Fäden zusammen. Meine Rolle im Landratsamt ist zu Ende. Der Geist war willig. Aber die Pumpe. Ich habe aufhören müssen. Wir dachten nur, Sie könnten uns einen Rat geben. Dann stehen bei Ihnen auch welche auf der Schwelle. Die werden Sie auch so leicht nicht mehr loswerden. Sandkrugweg 36. Ja. Ein schönes Haus. Ich komme mal vorbei. Hier kommt ein See nach dem anderen. In der Schule mussten wir mal alle Namen auswendig lernen. Und? Weißt du sie noch? Oh, frage mich nicht. Wenn du von hier aus lospaddelst, kannst du ein halbes Jahr unterwegs sein, ohne ein einziges Mal an dieselbe Stelle zu kommen. Guck mal, von hier aus kannst du es sehen. Das mit dem Steg und der großen Weide, das ist es. Siehst du? Ja. Das war mal unerreichbar für uns. Weiter als Australien. Ach, diese Ruhe, weißt du? Es fährt nicht dauernd ein Bus vorbei. Ja, und niemand kann dich mir beim Singen stören. Endlich. Oh, hör doch auf. Ein schönes Plätzchen. Gerade richtig, um die Beute zu besichtigen. Aber Sie kennen ja den alten Spruch. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und abends schlägt hier manchmal ganz überraschend das Wetter um. Vielleicht stellen Sie Ihre Schilder hier an die Mauer. Danke. Bitte. Ich würde gerne mal durch den Garten gehen. Tun Sie das. Als wir hierher zogen, war das eine Grassteppe. Wir haben versucht, was draus zu machen. Meine Frau ist am Steg. Danke. Ja. Ich möchte mich übrigens bei Ihnen bedanken. Sie haben sehr viel für das Haus getan. Es sieht gut aus. Das haben wir für uns gemacht. Ja. Schöne Kommode. Hat schon meinen Großeltern gehört. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Sie wollten etwas zeigen. Ja. Ich habe hier einen Grundbuchauszug des Amtsgerichts Potsdam. Flurstück 324-7, Sandkrugweg 36. Also die Eigentümer sind Gabriele und Elmar Wrede. Ausgestellt ist das am 12. Mai 1938. Ich glaube, damit erübrigt sich hier die Diskussion. Meine Eltern haben in diesem Haus gewohnt und Miete bezahlen müssen. Ja.
Wir haben nie etwas von einer Miete gesehen. Das Geld ist an die Gemeinde gegangen, die das Haus verwaltet hat. Und vor 12 Jahren wurde es uns zum Kauf angeboten. Und da meine Eltern hier Wurzeln geschlagen haben, meine Tochter hier geboren ist, haben wir ja gesagt und gekauft. Hier ist der Kaufvertrag. Und der Beleg über die bezahlte Kaufsumme. Die Gemeinde hat Ihnen das Haus für 19.000 Mark verkauft. Das ist doch lächerlich. Woher soll die Gemeinde das Haus denn gehabt haben? Von uns etwa? Wir haben nicht verkauft. Was regen Sie sich auf? Ich reg mich nicht auf. Ihr Grundbuchauszug ist uralt. Er stammt aus dem Jahr 38. Er sagt lediglich, dass Ihre Eltern das Grundstück einmal erworben haben. Und nicht, was in den Jahren nach 38 passiert ist. Vielleicht wurde es weiterverkauft. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen neuen Eintragungen im Grundbuch. Wir haben das Haus nicht verkauft. Wir sind gegangen, weil wir es hier nicht mehr ausgehalten haben. Andere sind geblieben und waren nicht schlechter als Sie. Ihr Papier beweist nichts. Es ist ohne Wert. Bitte schön. Oh, danke sehr. Danke. Schmeckt's? Oh, ausgezeichnet. Ja, doch. Ja? Wirklich ausgezeichnet. Prima. Mit Dillsoße und Gurkensalat, so wie es Tradition ist. Und auf Tradition legen wir wieder Wert. Ja, also, ja, sehen Sie den Kahn da? Ja. Hinter dem Steg. Ja. Mit dem Angler. Ja, kennen Sie den Mann? Der alte Max. So wird er genannt. Der war mal Direktor in der Werft in Brandenburg. Mit Sicherheit war er auch Genosse, sonst wäre er da nicht Direktor geworden. Jetzt bekommt er eine schöne Rente. Kann ich noch ein Bier haben, Chef? Ja. Und der Ruhestand ist sozusagen die sicherste Einnahmequelle bei uns. Ich komme gleich wieder. Warum hast du das gefragt? Ach, ist mir nur so eingefallen. Du kannst an nichts anderes mehr denken. Versuch doch wenigstens mal beim Essen abzuschalten. Guten, danke. Danke. Weißt du, was da ist? Ein Aal. Ein Aal ist ein Aasfresser, weißt du das auch? Komm doch! Knabbern alles an, was ins Wasser fällt. Tote Hunde, tote Katzen, Wasserleichen. Versuchen Sie dem Jungen doch nicht das Essen zu verleiden. Verschwinde. Das ist schon gut. Lass dich hier nie wieder sehen. Du bist nur entschuldigen, aber ich habe noch nie Aal gegessen und ich lebe hier. Das interessiert keinen. Lass mich nicht an. Früher hatten wir kein Geld, aber die Aale gingen nach dem Westen. Devisen, Export. Ich warte. Heute bleiben Sie hier, aber wir haben kein Geld mehr. Schluss jetzt. Sonst die Westler fressen Sie weiter. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Stinkstiefel. Entschuldigung. Sie wissen gar nicht, wie gut Sie es haben. Sie können nach Berlin zurück. Ich muss hier bleiben. Felix, ihr geht aber alle noch mal mit dem Schwamm drüber. Manuela. Ach, die Trainingsmama. Gut, dass ich Sie erwische. Sagen Sie mal, warum machen Sie denn das eigentlich noch? Sie kriegen doch ja nichts mehr dafür. Die Macht der Gewohnheit. Ah, hab was für Sie. Was ist das? Neue Preisliste. Ihre Boote lagen ja hier fast umsonst. Das soll doch wohl ein Witz sein. Das ist ja das Fünffache. Ich hab doch nicht schon verschenken. Mit welchem Recht eigentlich? Hier ist doch die letzten 40 Jahre kaum was gemacht worden. Eben. Weil die Genossen uns verboten haben, vernünftige Platzmiete zu nehmen. Und meine Mädchen, glauben Sie, das können die Eltern hier bezahlen? Die haben jetzt wirklich andere Sorgen. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Fragen Sie mal, was ein Liegeplatz in Berlin kostet. Wir sind hier aber nicht in Berlin. Ja, eben. Aber die Berliner, die bringen jetzt ihre Boote zu uns. Schönen Tag noch. Das ist ja nett. Die Fotos von Oma. Das ist das Haus. Da fehlt dir das halbe Dach. Habe ich dir doch erzählt, die Granate. Eine Woche vor Kriegsende. Lässt es noch mal? Ist das der Opa? Ja. Schreibt er da gerade einen Brief? Nein, er zeichnet. Er hatte immer einen Skizzenblock bei sich. Sag mal, hast du ihn gern gehabt? Ach, ich kann mich nicht erinnern. Er ist gleich nach dem Krieg abgeholt worden.
Und? Habe ich dir doch erzählt, man hat ihn ins Lager gesteckt. Und hat er was Schlimmes getan? Also man hat Leute abgeholt, die was Schlimmes gemacht haben, aber auch andere, die unschuldig waren. Wir haben ihn nicht wiedergesehen. Und wer sind die da? Das sind unsere Nachbarn, die zieht los. Du, ich muss unbedingt nach Potsdam. Wir brauchen einen neuen Grundbuchauszug. Ah ja? Vielen Dank. Ach, nichts zu danken. Zum Wohl. Zum Wohl. Der fließt ja runter wie Öl. Hausmarke meines Vaters, selbstgebrannter. Ja, Ihr Vater ist immer noch unermüdlich tätig. Unermüdlich helfend. Noch ein? Nein, danke. Ich muss an meinen Nachhauseweg denken. Ich bring Sie noch zum Zug. Ja. Es ist alles in Bewegung geraten. Die Menschen werden hin und her gerissen und wissen nicht immer, woran sie sich festhalten sollen. Wissen Sie, eigentlich bin ich... Tja, eines Tages standen zwei junge Leute vor meiner Tür. Ein Mann und eine Frau. Sie sagten, diese Laube hat unser Großvater gebaut, wir kommen mal rein. Jetzt kommen sie jeden Sonntag, bringen Freunde mit, machen Feuer an und lassen Abfall zurück. Sie haben auch ein Zelt aufgebaut. Und neulich sagten sie, wenn Winter ist, wird getauscht, wir kriegen die Laube und sie kommen ins Zelt. Ja, vielleicht war es nur ein Scherz. Und wie wehren Sie sich? Ich warte den Winter ab. Und dann? Kennen Sie diese russische Geschichte, wie viel Land der Mensch braucht? 2 Meter in der Länge, 1 in der Breite, noch mal 2 nach unten. Mehr braucht er nicht. Naja. Aufrechten Gangs weiter. Das Grundbuchamt. Was? Das Grundbuch. Ach, Sie meinen Liegenschaftsdienst. Ja. Im 2. Stock. Gelagert. Verschwunden. Zur Bearbeitung rausgenommen worden. Irgendwo liegen gelassen. Die meisten stehen wohl noch da. Aber es fehlen Seiten. Das hört man doch immer wieder. Wir hatten eine Gärtnerei in Bergholz. 76 ist uns weggenommen worden. Die Adresse stimmt noch, Berlin 65. Ja. Und Ihren Anspruch auf Rückführung hatten Sie angemeldet? Ja, zum festgesetzten Termin. Dann brauche ich noch eine Unterschrift. Okay, darf ich mal? Da unten. Da. Ihr Haushalt. Okay, wann kann ich den Auszug abholen? Sie bekommen Bescheid. Nein, nur so ungefähr. Ich meine. In einer Woche? Ich kann Ihnen nichts sagen. Na, hören Sie mal, Sie werden doch wohl noch wissen. Ich bin nicht zur Auskunft berechtigt. Aber ich verlange eine. Also, wie lange? 2 Wochen? 4 Wochen?
So bald wie möglich. Das können Sie mit mir nicht machen. Sie sind fertig. Ich lass mich doch hier nicht rausschmeißen. Also wie lange? Ein Vierteljahr? Ein halbes Jahr? Es ist kein böser Wille. Ich bin hier schon beschimpft und geschlagen worden. Ich schlage niemanden. Ich will nur Bescheid wissen. Also, ein Jahr? Etwa zwei. Es war niemand auf diesen Ansturm vorbereitet. Wir haben hier 12.000 Anträge. Das kann man nicht bewältigen. Dann nimmst du ihn, wenn er es nicht schafft, dann bist du daneben und dann... Ja, Mann. Du musst weiter weg, Mann. Was ist das? Mann! Oh, musst du den denn kaputt machen? Super, ja, das kommt davon, wenn man ihn einlädt. Hab euch ja gleich gemacht. Mach doch nichts. Mein Opa bläst einen neuen auf. Ach, Verena, du wolltest uns doch noch deine Geschenke zeigen. Dann müssen wir rein. Wer kommt mit? Ich will bloß was zu trinken. Bring mir auch was mit. Ja, mir auch. Ich bin doch nicht euer Diener. Bist du doch. Herr Ruschka, Tante Hella hat angerufen. Sie kommt noch. Der Mann ist wieder da. Dem gefällt unsere Gegend. Na? Was sagen Sie? Na. Ein Prachtsteck, ja? Sie können ihn haben. Ja, was soll er denn kosten? Ich mache einen Freundschaftspreis. Aber erst müssen wir ihn abwiegen. Das Wichtigste sind die Speckstreifen. Damit ja, müssen Sie ihn umwickeln, damit er saftig bleibt. Und dann im Stück servieren, damit man sieht, so ein Hecht stellt aber da. Ne? Da ist er. Sie wollen Ihr Haus zurückholen? Ja. Da haben Sie sich ja was vorgenommen. Na ja, sind wir doch mal ehrlich. Wir sind ein fremdes Land geworden. Für alle aus dem Westen. Du siehst doch jeden Tag, die Leute kommen und sagen, ah und oh, die Landschaft, das Wasser. Und wenn sie wieder gehen, dann erklären sie, aber was ein anständiger Käsekuchen ist, das müssen sie erst noch lernen. Ja, wissen Sie, wie viel Butter ich für Ihren Blech nehme? Hören Sie auf. Aber ich kann nicht zwei Jahre auf einen Bescheid warten. Wir haben hier das Warten gelernt. Wir haben früher hier gewartet, wir warten heute. Auf einen großen Segen von oben oder von irgendwo. Ganz egal. Vor lauter Warten haben wir schon ganz eingeschlafene Gesichter. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Es ist so viel Wut da. Die Wut von früher und die Wut von heute. Da läuft alles durcheinander. Ne, nichts zu machen. Keiner da. Feierabend. Tja, wie komme ich jetzt weg? Meine Frau hat den Wagen. Ich würde sie ja sonst fahren. Am besten ist, sie nehmen den Bus bis Potsdam. Die Haltestelle ist keine 100 Meter weit. Und dann weiter mit dem Zug. Danke. Ich habe noch mal nachgedacht. Was Ihnen fehlt, sind Beziehungen. Die haben Sie bei uns früher gebraucht und die brauchen Sie heute genauso. Kann sein. Ich überleg mal. Lassen Sie mir mal Ihre Telefonnummer hier. Ja.
Nehmen wir an, Sie wollen nach Potsdam. Verstehen Sie falsch. Die Haltestelle ist auf der anderen Seite. Danke. Ich muss nach Potsdam. Sie können mitfahren. Vielen Dank, ich habe Zeit. Aber für Ihren Fisch wird das nicht so gut sein. Gesehen, was mit Ihrem Wagen passiert ist. Wir müssen ja keine großen Gespräche führen. Geburtstag? Ja, unsere Tochter ist über 13. Das ist Angst für Sie. Ich weiß. Sie sind bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Wer sagt das? Plakette an Ihrem Auto. Ja, ja, ich bastle Fahrpläne zusammen. Aus dem Fahrplan Ost und dem Fahrplan West haben wir einen Plan für ganz Berlin gemacht. Das war meine Arbeit die letzten 14 Monate. Ihre Frau arbeitet auch? Ja, in einem Steuerbüro halbtags. Und Sie? Ich bin Ingenieur für Klimatechnik. Mhm. Seit Weihnachten arbeitslos. Suche ich mir was Neues, Berlin oder anderswo. Mhm. Ist auch eine der Errungenschaften, die Sie uns gebracht haben. Ihre verrottete Wirtschaft haben wir Ihnen nicht gebracht, die hatten Sie schon. Wir werden uns sicher noch öfter sehen. Ja, das ist anzunehmen. Schönen Dank auch. Keine Ursache. Na, den Zeug aus dem Kreis. Oh, kleine Bauchlandung. Ja, komm. Och, sei doch nicht böse. Was kommt noch? Hallo. Hallo. Was machst du denn da? Oh. Flugstunde. Er schafft schon die halbe Treppe runter. Da kannst du dich ja bald freilassen. Naja, ein bisschen üben müssen wir schon noch. Was hast du denn da? Wieder ein Aasfresser? Nein, das ist ein Hecht, mein Junge. Also. Übrigens, Oma ist da. Eile. Komm. Ja, super. Los, flieg nochmal. Ich habe gerade erzählt, wie ich in der Schule war, mit einem Direktor gesprochen habe. Ich habe ihn gefragt, warum sie dich nicht die höhere Schule besuchen lassen. Du hattest doch gute Zensuren. Und weißt du noch, was er geantwortet hat? Ja, das weiß ich noch. Es kommt nicht nur auf gute Zensuren, es kommt auch auf das richtige gesellschaftliche Bewusstsein an. Und das fehlt bei Ihnen. Ist der auch wirklich frisch? Ja, der ist frisch aus dem Wasser. Und von da an hatte ich nur noch den einen Gedanken, dass ihr in so einem Staat nicht groß werden sollt. Und dass wir weg müssen. Gehst du mal? Ja. Ach, das ist doch alles so lange her. Für mich ist es noch wie gestern. Dass du so schwer hattest, dich hier zurechtzufinden, dass du immer wieder nach unserem Zuhause gefragt hast. Wrede? Ja? Ja, einen Moment bitte. Kurt! Was ist denn? Ein Herr Marquardt. Ah ja, das ist der Wirt vom Seelokal. Siehst müde aus. Ja, bin ich auch. Ja, Wrede. Danke, Opa, für alles. Lass mal, nächstes Jahr ist wieder ein Geburtstag. Vielleicht macht ihr da im Keller schon eine Disco-Party, oder wie sich das nennt. Hm? Wenn wir nächstes Jahr noch hier sind. Und wer sagt denn sowas? Keiner, aber alle denken's. Du etwa nicht? Das wird nicht passieren. Du gehörst doch hierher. Das darf dir keiner nehmen.
Guten Tag. Sind Sie der Herr aus Berlin? Ja, Rede. Der Herr Marquardt hat... Der Klassenkopf war schon bei mir. Ja, ich habe in meinem Leben viele Funktionen gehabt, aber jetzt bin ich so etwas wie eine Klagemauer geworden. Na bitte, kommen Sie rein. Ja, danke schön. Wenn ich Ihnen nichts anbieten muss, wäre es mir lieb. Nein, danke, ich brauche nichts. Aufgeräumt ist hier nie. Sind Sie Architekt? Ich habe mal Studenten beigebracht, wie man Häuser baut. Aber als dann in Berlin, in Ostberlin, das Stadtschloss gesprengt wurde, habe ich an die Regierung geschrieben. Und als in Potsdam die Garnisonkirche beseitigt wurde, habe ich wieder geschrieben, da bin ich meinen Lehrstuhl losgeworden. Und wovon haben Sie gelebt? Dankeschön. Ich durfte in einem staatlichen Projektierungsbüro Grundrisse anfertigen. Als dann der Spuk vorbei war, da hat man mich wieder um Rat gefragt. Und ich habe nochmal versucht, mich nützlich zu machen. Jetzt hoffen andere, ich könnte nützlich für Sie werden. Ja, also mir gehört ein Haus. Um das beweisen zu können, brauche ich den neuen Grundbuchauszug. Also, Herr Marquardt meinte, dass ich vielleicht die Möglichkeit... Ja, wo steht das Haus? Hier, in Perlo, Sandkrugweg. Sagen Sie mir auch die Nummer? Ja, 36. Ach, dann sind Sie das. Wie meinen Sie das? Ich denke nur laut. Ja, die Menschen, die hier leben und um ihre Häuser bangen, und das sind nicht wenige, sagen sich, die alten Besitzer sind vor vielen Jahren nach dem Westen gegangen. Sie haben sich dort etwas Neues und manchmal Besseres schaffen können. Eine Möglichkeit, die wir hier nicht hatten. Jetzt kommen Sie zurück und wollen uns das Wenige nehmen, in dem wir uns eingerichtet haben. Das Haus ist für mich nicht wenig. Es ist mein Elternhaus. Ich verstehe trotzdem, dass die Menschen hier so denken. Ja, Herr Ulbert, dann brauche ich Sie wohl nicht länger zu fragen. Also die meisten Dinge haben zwei Seiten. Von der zweiten haben wir noch nicht gesprochen. Diese Laube ist von einem einfachen Mann gebaut worden, einem Arbeiter. Ich habe nachgeforscht. Als er vor 22 Jahren starb, bin ich hier von den Behörden eingewiesen worden. Seine Kinder und Enkelkinder waren schon lange im Westen. Aber sind sie deswegen nicht mehr seine Erben? Ich habe nachgedacht darüber. Verlieren Menschen ein Recht, wenn sie weggehen? Eltern bauen Häuser, weil sie hoffen, dass nach ihnen ihre Kinder dort leben werden. Ich denke, dass dieser einfache Mann das auch so gemeint hat. Wenn Sie Ihr Haus bekommen sollten, was werden Sie damit machen? Mich beinahe getroffen. Oh, entschuldige. Das geht alles zum Teil. Alles. Hauptsache, du fällst nicht runter. Ja, das wäre noch das Wenigste. Was haben wir uns gequält? Balk und Ziegel darauf geschleppt. Die Dachrinnen haben ja 4 Jahre gewartet auf dieses Dreckzeug. Und als wir endlich das Dach über dem Kopf hatten, dann haben wir noch alles ausgebaut, ganz allein. Das hat die Oma auch immer erzählt. Erinnerst du dich noch an sie? Klar. Sie hat sich dabei kaputt gemacht. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Jetzt geh mal rein. Dein Essen ist fertig. Hm? Ah, du stellst schon die beste Verbindung zu deinem Haus zusammen, ne? Ich würde sagen, wir verlängern die S-Bahn bis Werder und richten Schnellbus nach Glindow ein. Du bist dann 40 Minuten bei uns. Mein Vater hat nur 50 gebraucht. Wo hat denn er gearbeitet? Im Luftfahrtministerium, Leipziger Straße. War er Flieger? Nein, Physiker. Hallo, Willi! Ist Kurt da? Du? Ja? Dein Typ wird verlangt. Ja? Du, kannst du mal bitte eben runterkommen? Ja, ich komm sofort. Hast mal wieder zu wenig Wirtschaftsgeld da gelassen, ne?
los? Der Brief ist gekommen. Ah ja, Oliver. Musst du zur Probe? Ja, es geht schon. Ja, sehr geehrter Herr Brede, es gibt ein einziges Kopiergerät im Grundbuchamt und zwei Angestellte, die unerfahren und überfordert sind. Trotzdem habe ich Ihnen besorgt, dass Sie wollten Stempel und Unterschrift stimmen. Aber ich glaube nicht, dass Sie glücklich werden. Hm? Was soll denn das? Meine Eltern durchgestrichen. Da hier Max Kleinig, Agnes Kleinig, als Eigentümer eingetragen am 16. Januar 1979. Ja, das gibt's doch nicht. Durchgestrichen. Weg. Herr Kleinig, wie fühlt man sich denn so, wenn man einem anderen das Haus wegnimmt? Das kann ich nicht sagen. Ich habe niemand das Haus weggenommen. Ihre Eltern sind im Grundbuch als Eigentümer meines Hauses eingetragen. Nehmen wir an, das hat die Gemeinde veranlasst, als wir das Haus gekauft haben. Unsere alten Behörden waren da ziemlich ja, genau. Ihre alten Behörden existieren nicht mehr, Herr Kleinig. Und wenn Sie glauben, Herr Rede, wir haben das Haus im guten Glauben gekauft. Im guten Glauben, dass es eine ehrliche Sache ist. Da haben Sie an die Ehrlichkeit Ihres Staates... Moment. Und wenn man etwas im guten Glauben kauft, dann kann das einem nicht weggenommen werden. Das gehört einem. Das sagen Ihre Gesetze. Ich habe mich genau informiert. Diese Gesetze gelten jetzt auch bei uns. Im guten Glauben. Verstehen Sie? Es tut mir leid für Sie. Wiedersehen. Herr Kleinig, ich werde Sie nicht in Ruhe lassen. Ich werde mir mein Haus zurückholen. Darauf können Sie sich verlassen. Gehen Sie, Herr Breder, und lassen Sie sich am besten nicht mehr sehen. Auf Wiedersehen, Herr Kleinig. Steigst du nicht aus? Ich guck von hier zu. Raus jetzt mit dir, komm. Na. Hier. Na, komm, zeig mal, was du gelernt hast. Fliegen, nicht laufen. Was ist? Er will nicht. Er hat sich an dein Futter gewöhnt. Und was machen wir nun? Er hat seinen Bruder gehört oder seine Schwester. Mach's gut. Und vergiss mich nicht ganz. Warum übergibst du nicht einfach alles einem Rechtsanwalt? Soll der doch die Sache für uns durchkämpfen. Weißt du, um wie viele Häuser und Grundstücke gekämpft wird? Um eine halbe Million, manche sagen um eine. Bis die letzten Entscheidungen gefallen sind, können 10 Jahre vergehen. Dann ist der Junge 23 und aus dem Haus und interessiert sich nicht mehr dafür. Das Haus geht uns nicht verloren. Das verliert seinen Wert nicht. Wir können es einfach verkaufen und mit dem Geld was anfangen. Mein Elternhaus ist kein Spekulationsobjekt für mich. Gott, wir leben jetzt 12 Jahre hier, ja? Ohne Haus, ohne Garten, warst du irgendwie unglücklich. Hat dir irgendwas gefehlt? Als ich jetzt zum ersten Mal wieder draußen war, habe ich gewusst, was mir gefehlt hat. Du hast eine Vorstellung davon, wie es war, als du Kind warst. Das ist jetzt Jahrzehnte her. Herrgott, noch mal! Das ist nicht mehr das hübsche Dorf mit den netten Einwohnern, die sich aus Berlin zurückziehen. Das ist ein heruntergekommenes Kaff mit neidischen Hassern, die dir die Reifen durchstechen. Der See sind wirklich sehr schön. Weißt du, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, dein Vater hat ein Haus gebaut und du hast es zu einer Dienstwohnung gebracht. Ist es das, weshalb du nicht nachgeben kannst? Wenn wir das Haus kriegen, dann wird vielleicht vieles besser. Auch zwischen uns. Schwachsinn, das denkst du doch, oder? Du hast ein Talent. Lass dein Leben einfach so weiterlaufen. Ich
bin einfach froh, dass ich mir was erhalten habe, das mir Kraft gibt und mich ablenkt. Das würde ich auch gern mal sagen können. Jochen, das hilft doch niemandem, wenn du dich so hängen lässt. Vielleicht holen meine Mädchen noch einen Pokal. Du hast genug Pokale. Kümmer dich lieber um Verena, sie hat ihre zweite Arbeit verhauen. Es geht ihr nicht gut. Wir wollen keinen Krieg gegeneinander führen, bitte. Mit dem Maß, da ihr messet, wird man euch wieder messen. Warum sagst du das? Das war Ursulas Konfirmationsspruch. Sie ist dir eingesegnet worden. Du weißt doch, wer Ursula war. Papas Schwester. Ja, sie war etwas älter als ich. 1832 bis 1901. Es gibt noch ältere Gräber hier. Dein Großvater mochte diesen Friedhof so gern. Wir sind hier oft lang gegangen. Einmal sagte er, hier möchte ich mal liegen. Später, als wir nicht wussten, wo sie ihn verscharrt haben, habe ich eben die Blumen für ihn hier hingelegt. Die letzten vor 36 Jahren. Danke. Ihr zieht los. Haben hier gewohnt. Erinnerst du dich? Ja, ja. Jetzt steht Schwanbeck auf dem Schild. Ja, mein Junge. Früher oder später sind überall fremde Namen dran. So sieht das jetzt hier aus. Naomi, wie gefällt's dir? Können wir rein? Ich möchte nicht darum bitten. Naja, ich sehe ja dann alles, wenn ihr drin wohnt. Eigentlich wollten wir gar kein Haus bauen. Wir hatten ja eine so hübsche Wohnung in Charlottenburg. Aber im Sommer sind wir viel rausgefahren, so baden und wandern. Und eines Tages kamen wir hierher. Und als wir am Ufer lagen, fragte dein Vater plötzlich, möchtest du hier leben? Und als ich sagte, warum nicht, sagte er, gut, dann bauen wir hier ein Haus. Und dabei hatten wir gar nicht genug Geld. Und alle sagten, wir wären verrückt. Und das waren wir ja wohl auch. Tag. Ich hab ihn fliegen lassen. Den Eichel her. Das freut mich. Das ist gut. Als wir eben um den See gingen. Der Mann auf dem Fahrrad, wer war das? Der alte Kleinig, der in unser Haus gezogen ist. Ich kenne den Mann. Mhm. Den habe ich nach dem Krieg gesehen. Er fuhr auf dem Fahrrad wie heute und er trug eine Armbinde, eine rote. Einmal stand er am Bahnhof, als wir auf Kartoffeln warten mussten. Er gehörte zu denen, die damals für Ordnung sorgten. Die damals ins Haus kamen, um deinen Vater abzuholen. Die trugen auch diese roten Armbinden. Herr Kleinig?
Wie sind Sie reingekommen? Also die Gartentür. Mein Vater ist nicht da. Deine Mutter? Auch nicht. Weißt du, wo sie sind? Nein. Naja, dann bis später. Ist was? Nein, nein, eigentlich nicht. Und machen Sie bitte die Gartentür zu. Ja. Ist keiner da, Red? Nee. Globe, wir sind zu einem Gasthaus am See. Da ist eine Versammlung. Ah ja, danke. Hinter den Forderungen der sogenannten Altbesitzer steht nicht die Sehnsucht nach der verlorenen Familienscholle, sondern in den meisten Fällen handfestes Gewinnstreben. Lassen Sie sich von den Drohungen dieser Spätheimkehrer nicht beeindrucken. Führen Sie keine Diskussionen und lassen Sie diese Leute nicht auf Ihre Grundstücke. Sonst noch ein Wunsch? Bestellen Sie nur, ich übernehme das. Wasser bitte. Klar, Wasser, klar. Ich fasse zusammen. Die Auseinandersetzungen, die notwendig sind, führen für Sie wir Anwälte. Entschuldigen Sie, was verstehen Sie unter Auseinandersetzung? Eine gute Frage. Sie haben nicht nur einen Rechtsstaat, Sie haben auch einen Rechtsmittelstaat bekommen. Das heißt, gegen unliebsame Entscheidungen können Sie Rechtsmittel einlegen. Von der Berufung bis zur Revision. Und Sie gewinnen Zeit damit. Guten Tag. Kommen Sie zu uns? Herr Kleinig, ich muss Sie mal sprechen. Wirklich. Wir haben hier eine Beratung. Die wird Ihnen nichts nützen. Hören Sie, Sie setzen sich hier. Das ist der Mann, der unser Haus will. Ach, einer unserer Eroberer. Heute gehört ihm Potsdam und morgen der ganze Rest. Also wissen Sie, wie Sie sind? Sie alle wie Geier. Ach, Ihnen ist doch nicht zu helfen. Sie sind dermaßen heruntergekommen und versaut. Sie beleidigen meine Mandanten. Verschwinden Sie, wir brauchen Sie nicht. Wir haben die Nase voll. Gehen Sie. Es ist besser. Wir sprechen uns mal gleich. Armleuchter! Merken Sie sich den Vorfall und nutzen Sie ihn gegebenenfalls vor Gericht. Bei Ausschöpfung der von mir genannten rechtlichen Möglichkeiten werden Sie sich Ihre Häuser und Grundstücke noch lange erfreuen können. Na, das ist doch ein Wort. Es sei denn, man verzichtet freiwillig, weil man es unerträglich findet, in einem Haus zu leben, das für andere bestimmt war. Ich denke, dass man altes Unrecht nicht ungeschehen macht, indem man Neues zulässt. Wir wollen kein Unrecht mehr. Darin sind wir uns doch hoffentlich einig. Herr Kleinig. Was wollen Sie? Herr Kleinig, wir haben noch nicht über das Wichtigste gesprochen. Wie Sie zu Ihrem Haus gekommen sind. Guten Tag. Wir haben schon zu viel gesprochen. Ich habe keine Lust mehr. Ihr Vater war Genosse. Und er hat diesem Unrechtsregime gedient. Und er ist dafür belohnt worden. Mit unserem Haus. Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Doch, doch, das weiß ich. Mein Vater ist nach dem Krieg abgeholt worden von Leuten, die hier das Sagen hatten. Und zu diesen Leuten gehörte Ihr Vater. Jochen, lass uns fahren, bitte. Mein Vater hat den Krieg in einer Strafkompanie überlebt, in die ihn die Nazis gesteckt hatten. Ihr Vater war ja wohl auch ein Nazi. Sonst wäre er nicht geholt worden. Mein Vater hat diese Leute verachtet. Aber er hatte im Krieg über Rüstungsfragen zu entscheiden. Wenn er sich damit schuldig gemacht hat, so hat er dafür bezahlt. Sehr schwer. Aber meine Mutter, meine Schwester und ich, wir haben nichts getan. Und trotzdem haben ihre Genossen uns so lange drangsaliert, bis wir gegangen sind. Als mein Vater aus dem Krieg kam, hat er geglaubt, er könnte mit seiner Partei den Menschen helfen. Dass das ein Irrtum war, hat er begriffen, lange bevor Leute wie Sie hier aufgetaucht sind. Warum muss denn dieser ganze alte Dreck jetzt hier aufgewühlt werden? Weil dieser alte Dreck Ihnen ein Haus eingebracht hat. Setzen wir uns in den Wagen. Ach, haben Sie Angst, dass man uns zuhört? Bitte bleiben Sie nur. Gehen Sie doch weiter, bitte. Sie haben sich sehr gut über unsere Gesetze informiert, Herr Kleinig. Was man im guten Glauben kauft, das gehört einem, nicht wahr? Aber ich habe mich auch informiert. Ein Vertrag ist unredlich und damit null und nichtig, wenn er unter Ausnutzung der Machtstellung des Käufers erfolgt. Und Ihr Vater hatte eine Machtstellung. Null und nichtig. Ist das klar? Wenn Sie sich bedroht fühlen, Sie haben meine Adresse. Habt ihr was erfahren? Ja. Wir sollen es auf einen Prozess ankommen lassen. Das müsst ihr dann ja wohl.
Wie war das eigentlich damals, als du aus dem Krieg gekommen bist? Da habe ich meine Frau und meinen Jungen gesucht. Warst du dabei, als die Menschen abgeholt wurden? Ach so. Ich muss jetzt Rechenschaft ablegen. Nein. Ich will einfach wissen, wie ihr zu dem Haus gekommen seid. Du hast dich doch hier in ein Nest gesetzt, das heil und warm war. Du hast dich wohlgefühlt und hast keine Fragen gestellt. Und auf einmal... Das ist doch keine Antwort. Ich will wissen, wie es war. Du hast recht. Darüber müssen wir sprechen. Mensch, uns ging's doch so gut. Wir haben's bloß nicht gemerkt. Er meint, als die Mauer noch stand. Ja, ja, immer derselbe Vortrag. Schon gut. Ja, das ist doch so. Sonntags auf dem Kudamm, Kuchen essen, Leute angucken. Das war doch ein Vergnügen. Und heute? Du, Willi, würdest hier was ausmachen, wenn du... Ja, schon gut. Und heute? Hast du mal die Herde gesehen, die sich da langfällst? Graue Jacken, graue Gesichter, der ganze Osten. Alles fassen sie an und nichts können sie kaufen nachgelaufen. Du bist wahnsinnig ungerecht, weißt du das? Ja, euch kann's doch egal sein. Ihr kriegt das Haus und zieht weg. Ja, würdet ihr denn da rausziehen, wenn ihr... Darüber haben wir ausführlich diskutiert. Und? Was sagen wir? Zu Besuch jederzeit. Aber auf Dauer ohne uns. Wir würden das Ding verkaufen und uns was im Süden anschaffen. In Spanien, Italien oder so. Ja. Ja, und? Warum sollen wir das nicht? Wer ist da? Kleinig. Würden Sie bitte Ihren Namen noch mal sagen? Wir haben uns gesehen am See. Ich bin auf dem Fahrrad an Ihnen vorbeigefahren. Ah ja, dann weiß ich. Guten Tag. Guten Tag. Was wollen Sie? Ich habe etwas. Ich möchte Ihnen etwas geben. Bitte? Danke. Es ist lange her, als wir das Dach ausgebaut haben, haben wir das Buch entdeckt. Woher wissen Sie, wo ich wohne? Ja, auf der Innenseite stehen zwei Namen, Gabriel und Elmar Wrede. Ich habe im Telefonbuch nachgesehen. Wir sind viel gewandert. Und meistens hat er seine Zeichensachen dabei. Er wollte eigentlich Maler werden. Haben Sie ihn gekannt? Ich weiß, was mit ihm passiert ist. Gibt es das Schlösschen in Schlanitz noch? Ja, zuletzt war eine Schule dran. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich war nicht dabei,
wenn Menschen abgeholt wurden. Aber ich war damit einverstanden. Wir wollten das Neue. Darum musste das Alte fallen. Heute weiß ich, dass das Neue, so wie es gemacht wurde, auch das Falsche war. Trinken Sie eine Tasse Tee mit mir. Ich wollte Ihnen nur das Buch bringen. Und ich wollte es tun, bevor der Streit so groß geworden ist, dass man nicht mehr miteinander reden kann. Und das Haus? Das haben wir uns nicht genommen. Das wurde uns zugeteilt, wie es damals hieß. Wir wohnten in einer trostlosen Baracke, wie viele. Und das Haus am See stand leer. Unser Enkelkind ist da geboren. Und meine Frau ist da gestorben. Dann war es also auch Heimat für Sie. Wie für Sie. Guck mal hier links oben. Ingenieur für Kältetechnik. In Mannheim? Aha. Das ist ein großes Unternehmen. Wir sind immer auf der Leipziger Messe. Willst du hinschreiben? Ja. Und wenn sie dich nehmen, kann doch sein. Dann gehen wir hin nach Mannheim. Du willst weg, gibst auf, ja? Willst du so weiterleben? Mal Angst, mal Hoffnung, ständig diese Ungewissheit. Wie lange hältst du das aus? Sehr lange. Wenn ich weiß, dass wir am Ende bleiben können. Und Verena? Und wenn es nur ein paar Jahre sind, sind es auch Jahre für Verena. Und Vater zahlt weiter. Nein, das geht nicht. Trinken Sie doch einen Schluck mit mir. Ich habe heute noch eine Menge vor, danke. Aber ich freue mich, dass wir uns noch mal sehen. Zum Wohl. Wann ziehen Sie aus? Übermorgen kommt der Möbelwagen. Wo gehen Sie hin? In ein Schloss, in dem früher Könige ein- und ausgegangen sind. Das ist das Richtige für mich. Ist jetzt ein Altersheim drin. Erich, ein Bus! Mit Düsseldorfer Nummer. Komm, die Leute steigen schon aus. Na, was sag ich? Angebot und Nachfrage. Jetzt kommt die Nachfrage. Ich wünsche es Ihnen. Und was wünschen Sie den jungen Leuten, denen Sie das Häuschen gegeben haben? Ich hoffe, dass Sie damit glücklich werden.
Noch ein Wunsch? Nee, danke. Was denn? Sind die Düsseldorfer schon wieder weg? Ach, hören Sie auf. Als ich reinkomme und frage, haben Sie einen Wunsch? Hechtsuppe, frischer Spargel, Aalgrün. Hm. Was antworten Sie? Für uns sind die Tische schon in Berlin bestellt. Sie können uns aber Ihre Toiletten zeigen. So ist das. Gegessen wird am Kurfürstendamm und gepinkelt bei uns. Und dafür lasse ich neue Spülung einbauen. Minka! Minki! Wo bist du denn? Minka! Minka? Hast du noch alle? Was suchst du denn da? Zeig dir ein, komm runter! Hast du seinen Vater gesehen? Nein. Na, was ist? Soll ich dir Beine machen? Komm ja schon. Noch gehört euch hier nichts. Und das wird auch nie. Na, was ist? Kannst du nicht oder willst du nicht? Schmerzen. Such seinen Vater, wahrscheinlich im Seelokal. Und ruf die Mama! Junge, hörst du mich? Na ja, ich werde mich schon noch gelegentlich hersehen. Ich würde gerne nach Hause fahren. Ich habe heute noch nicht meinen Spaziergang gemacht. Dann möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Hey, hallo. Junge, Herr Thomas. Ja, was ist mit ihm? Er ist vom Baum gefallen. Um Gottes Willen. Ist er verletzt? Ich weiß nicht. Da kommst du mit? Ja. Wo ist er? Mein Mann ist ins Krankenhaus gefahren. Na, wo ist das? In Potsdam. Verena weiß Bescheid. Ja, danke schön. Danke. Hat Ihnen Verena erzählt? Ja. Wo ist er? Hier im anderen Zimmer. Aber das geht nicht. Sie können hier nicht fahren. Ist mein Sohn hier? Sind Sie Herr Frede? Ja, was ist mit ihm? Rippenbruch, Stauchung, Gehirnerschütterung, nichts Gefährliches. Ich verlange, dass er in einem Krankenhaus in Berlin kommt. Sieht zwar nicht sehr schön bei uns aus, aber mit einem Rippenbruch, da werden selbst wir fertig. Außerdem ist Ihr Sohn mit seiner Gehirnerschütterung gar nicht transportfähig. Kann ich ihn sehen? Moment bitte. Wie ist das passiert? Es kann sein, dass es meine Schuld war. Er kam nicht schnell genug runter, da habe ich ihn angeschrien. Das tut mir leid. Sie können doch nichts weiter als Unheil anrichten. Sie und Ihre ganze verdammte Bagage! Nehmen Sie die Hände weg! Sie haben sich in unser Haus eingenistet! Sie haben meinen Vater eingenistet! Sie wollten doch Ihren Sohn sehen! Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir uns was vormachen. Ich habe es bloß immer wieder beiseite geschoben. Natürlich wollte ich dich auch nicht kränken, aber... Ich weiß einfach, da draußen ist nicht der Ort, an dem ich alt werden möchte. Was dem Jungen passiert ist, hätte ihm auch anderswo passieren. Das ist es doch nicht. Ich stelle mir nur mal wieder vor, wie wir da draußen leben würden. Na schön, wir hätten das Haus, ja, aber alles andere wäre fremd und verschlossen. Wir hätten unsere Freunde nicht mehr und Thomas wäre seine Klassenkumpane los. Ja. Und du wärst nicht mehr so schnell bei deinen Sängerknaben, ne? Ja. Ja, das auch. Meine Eltern haben dort auch mal ganz neu angefangen. Kurt, das ist jetzt 50 Jahre her. Jetzt ist eine andere Welt. Weißt du, ich frage mich bloß, wie du da draußen leben wolltest, wenn es dir gut geht und ringsherum niemand, aber auch wirklich niemand auf die Beine kommt. Wie stellst du dir das vor? Du bist wirklich überreizt. Die Sache mit Thomas... Du wirst das auch wieder anders sehen. Du wolltest ihn doch da draußen nicht mal im Krankenhaus lassen. Nein, das ist kein Augenblicksgefühl bei mir. Jetzt mach nicht alles kaputt, ja? Gib uns eine Chance. Was willst du denn hier? Mal gucken.
Oben gibt's hier nichts. Ich weiß, wie es ist. Ich habe auch mal hier gelegen. Danke. An der Seite tut mir noch ganz schön weh. Hat dich doch keiner gezwungen, auf den Baum zu klettern. Ist das dein Mathebuch? Hat meine Mutter mir mitgebracht. Dreiecksberechnung. Haben wir schon hinter uns. Sei froh. Unsere Minke hat Junge gekriegt. 5 Stück. Zieht ihr die alle auf? Früher sind immer Leute gekommen, die welche haben wollten. Aber jetzt? Was macht ihr nun damit? Weiß nicht. Kannst du eine brauchen? Ich glaube nicht, dass mir meine Eltern das erlauben. Dein Vater ist streng, was? Zu mir nicht. Und deiner? Überhaupt nicht. Mach doch mal auf. Ihr müsst euch beeilen, dass ihr die Sache geregelt kriegt. Ich will doch noch alles miterleben. Willst du Schularbeiten machen? Eigentlich ja. Ich räume gleich das Feld. Der Mann ist ja wieder da. Er will uns wohl einen Vorschlag machen. Sie haben den Garten angelegt, die Veranda, den Steg, das Dachgeschoss ausgebaut. Ja, was Sie dafür ausgegeben haben, das kriegen Sie natürlich von mir zurück. Und welche Summe hatten Sie gedacht? Ach, ich dachte so 60, 70 Tausend. Als Gegenleistung müssen wir das Haus räumen. Ja, innerhalb eines Jahres. Wenn wir es verkaufen, bekommen wir das Zehnfache. Wenn das Haus nach einem Prozess an mich zurückfällt, kriegen Sie gar nichts. Ich denke, 70.000 sind ein gutes Startkapital. Haben Sie denn so viel? Meine Bank wird es mir geben. Wunderbar, wie alles für Sie läuft. Meine Bank wird es mir geben. Ich kann nicht mal einen Rechtsanwalt bezahlen. Das Haus kann ich nicht beleihen, weil die Bank nicht sicher ist, ob es mir auch gehört. Es war von Anfang an ein Kampf mit ungleichen Waffen. Ich werde mit meiner Familie sprechen. Das Haus gehört mir! Und das wissen Sie! Leute haben verkauft, schon vor Wochen. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's mir nicht vorstellen können. Jetzt wird der Garten ihres Großvaters irgendeinem nützlichen Zweck zugeführt.